Herr Professor Köpke, wer sind die Maori? Die Maori sind ein polynesisches Volk, aus die im Pazifik wohnen. Und die sind vor gut 1000 Jahren per Boot aus dem Zentralpazifik nach Neuseeland eingewandert, als erste Einwanderer. Warum gibt es dieses Maori-Haus überhaupt im Völkerkundemuseum in Hamburg? Das ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Aber ganz kurz gesagt haben wir das 1908 gekauft, nachdem wir das schon sehr lange haben wollten, und dann hier im Museum eingebaut. Und der Grund ist, dass die Maori-Kultur eine ganz fantastische Schnitzkultur ist und überhaupt eine sehr interessante Kultur. Und wir als Völkerkundemuseum natürlich etwas davon zeigen wollten. Ganz wichtig zu wissen ist, dass das Haus wesentlich mehr ist als ein Haus. Es ist ein Ahne, es verkörpert ein Wesen und es hat ja auch einen Namen. Es heißt Rauru, das ist wirklich ein Eigenname. Und es ist der Ahne Rauru, der hier sozusagen bei uns in Hamburg steht. Und momentan wird nochmal die Genealogie von Rauru für uns aufgestellt und wir werden wahrscheinlich bald auch wesentlich mehr über Rauru wissen. Frau Dr. Kokot, warum wird das Rauru-Haus jetzt erneuert? Das Haus steht mittlerweile seit 100 Jahren hier im Haus. Der Zahn der Zeit nagt etwas. Insofern ist es an der Zeit, dass etwas gemacht wird. Wir hatten aber auch Besuch von den Maori in den letzten Jahren. Und die haben auch mehrmals ihr Interesse an dem Haus dokumentiert und gesagt, sie würden auch wirklich gerne etwas tun, dass Rauru in neuem Glanz erstrahlen kann. Haben Sie einen persönlichen Bezug zu Neuseeland? Bis zu meiner Reise im letzten August überhaupt keinen. Und seitdem ich jetzt einmal länger da war, bin ich ganz fasziniert von dem Land. Und ich hoffe, dass ich noch ein paar Mal dahin fahren kann. Und bin natürlich insbesondere fasziniert von der Kultur der Maori.